schwerwiegende Sachen, wobei das eine den Fotografen immer viel sagt, Fine Art klingt. Künstler wollen wir alle irgendwie sein, Fine Art klingt auch irgendwie gut. Wenn man es dann auch noch auf Papier oder was auch sonst für einen Druckträger bringt, scheint das fast optimal. Man muss sich ja wirklich ernsthaft überlegen, weil das mit dem Papier, das klingt so interessant und toll, vielleicht sattel ich doch noch um auf Drucker. Und ich möchte für jeden von euch mehrere Prints anfertigen. Weil wie läuft denn so eine Fotoreise ab? Hochmotiviert fliegt man nach Irland. Hochmotiviert erfreut man sich des besten Wetters. Man gibt sich wunderbaren Essen hin. Man fotografiert und kommt mit einer Anzahl von Bildern zurück, von denen man überzeugt ist, dass sie durchaus wert sind, anderen gezeigt zu werden. Dinge sind, die uns im Leben eben auch interessieren und die wir machen möchten. Darum wäre der Punkt, etwas aufs Papier zu bringen, hier und jetzt, und ihr mit Mappen nach Hause fliegt. So, der Julia. Nein. Max. Bitte, in dieser Mappe habe ich euch Seidenpapier zugeschnitten. Dann los ist es aber. Und man gibt es dann wieder extern. Das grüne Automatiksymbol würde ja keinem hier einfallen, einzuschalten. So, genau das tut man aber eigentlich, wenn man die Datei druckt. Man hat sie eh in Photoshop bearbeitet. Vorher ist es durch Lightroom gegangen. Wann es um Rendering geht, wann es um ICC-Profile, wann es grundsätzlich um die Erwartungshaltung des Materials geht, was ist denn da auch theoretisch möglich? Ansatzpunkt zu sagen, gut. Die Amelie Walter hat ihr Papier und man kennt die Fotografien von der Amelie Walter. Braucht es weniger Farbe? Braucht es mehr Kontrast? Wie muss es wiedergegeben werden? Ist es hinter Glas? Ist es wichtig, dass ich es angreifen kann? All das möchten wir auch ein bisschen ausprobieren. Wie läuft das in einer Druckerei, wenn der Kunde anruft und sagt, Herr Vorschauer, Sie haben etwas für uns gedruckt, können Sie das bitte noch einmal von... Wir haben das jetzt bei uns unter Normlicht angeschaut, das ist ganz perfekt und gehört so. Außer Normlicht, in der Küche, im Wohnzimmer, im Esszimmer. Kader. Es gibt auch Materialien, die ein unterschiedliches Metamerieverhalten haben. Ja, was ist denn das jetzt wieder, das Metamerieverhalten? Das sind auch Materialien, das sagst du doch erinnern, wenn ich euch das zeige, ja, was ist das für ein Bild? Schönes Schwarz-Weiß-Bild. Und dann geht man in einen anderen Raum mit einer anderen Lichtstimmung und dann nimmt das nicht nur das Licht des anderen Raums an, auszureizen, dass es wirklich das anzeigen kann, was es könnte. Charts, die standardmäßig ausgedruckt werden und wo optimalst wiedergegeben werden. Vielleicht ganz frappante Fragen, ohne die man unmöglich jetzt zur Kamera greifen könnte und das sofort beantwortet werden müsste. Da haben wir doch also schön gedruckt, wo das wirklich recht dramatisch zu einer tollen Bildwirkung kommt. Das nehmen wir da jetzt mal aus der Lippe. Ja, das haben wir das jetzt wirklich ein spülen lassen. Ja? Man hat ein bisschen eine technische Abbildung drinnen mit diesem Geländer. Man hat ein bisschen dieses überhaupt von sich aus Metallische drinnen. Ja. Also. Aber es braucht dementsprechend Licht. In einem dunklen Raum, wo nichts drauf fällt, hast du natürlich das Grau nicht als reflektierende Fläche, sondern nur als graue Fläche. Und es schaut ganz matt und strukturlos. Nicht strukturlos ist das falsche Wort. Der hat noch eine zweite Ausarbeitung gemacht, wo wir gestern am Abend noch waren. Das finde ich irgendwie metallische Material ausdruckt, wie es das du auch hast. Ja. Und da sind wir auch von
an weißem Papier weit entfernt, was ihr das ausschaut. Ja? Richtig klassische Schwarz-Weiß-Aufnahme mit einer dramatischen Bearbeitung.